Wenn Sie Paris nicht für seine Bürger schonen wollen, dann wenigstens für Ihre Soldaten. Für sich, für Deutschland. Für Deutschland? Ja, glauben Sie mir. Wenn Sie Paris zerstören, wird das katastrophale Folgen für Deutschland haben. Dieses Verbrechen wird die ganze Welt weit über den Krieg hinaus erschüttern. Man wird die Deutschen wie Aussätzige behandeln. Und Ihre Kinder, Herr General, Ihre Kinder und die der Überlebenden werden für immer mit dem Hakenkreuz gezeichnet sein, so wie bestimmte Leute, die heute den gelben Stern tragen. Sie können ja große Reden führen, Herr Nordling. Wissen Sie, was Sippenhaft bedeutet? Wie bitte? Sippenhaft. Wissen Sie, was das ist? Nein. Es ist ein Erlass. Er kam einen Tag, bevor ich hierher abkommandiert wurde. Was bedeutet das? Ich erkläre Ihnen, was er besagt. Seit 2 Wochen werden die Familien der deutschen Offiziere als Geiseln gehalten. Ab sofort müssen sich unsere Familien für uns verantworten. Wenn Paris nicht gesprengt wird, werden meine Frau und meine Kinder verhaftet, eingesperrt und hingerichtet. Das hätten Sie nicht gedacht, was? Hier. Das ist der Erlass von Adolf Hitler persönlich unterzeichnet. Deutschland hat Angst, Herr Konsul. Um sich zu schützen, greift es zu den übelsten mittelalterlichen Praktiken. Zu blindem, bedingungslosem Gehorsam. Kommandant Hegger? Was bin ich? Sind Sie bereit? Ja, sicher sind wir das. Wir warten auf Befehl. Deshalb bin ich hier. Männer, jetzt wird Paris sein Feuerwerk bekommen. Erst muss ich dem General bestätigen, dass ich angekommen bin. Bestätigen? Das Ding funktioniert hier nicht, dazu müssen wir aufs Dach. Dann gehen wir aufs Dach. Ja, und der General auch. Gut, dann der General auch. Wer ist er denn? Das ist mein Begleiter. Europa stand in Flammen. Wir alle würden sterben. Die Alliierten waren gelandet und marschierten auf Paris zu. Die Deutschen wollten alles zerstören, alles dem Erdboden gleichmachen. Vor allem Paris. Die Sprengung der Brücken wird ein spektakuläres Hochwasser der Seine auslösen. Fahren Sie fort, Herr Lannemann. 5 Minuten nach den Brücken wird Notre-Dame gesprengt. Und die Bahnhöfe? Nichts bleibt stehen. So der Befehl des Führers. Warum wollen Sie diese Stadt unbedingt zerstören, Herr Stadtkommandant? Das geht Sie nichts an, Herr Nordling. Sie irren sich. Wenn man mich heute Morgen nicht gebeten hätte, mit Ihnen in Kontakt zu treten, dann würde ich jetzt noch schlafen, nichts ahnend, wie all diese Menschen, die Sie bald umbringen wollen. Hören Sie auf mit dem Theater und seien Sie endlich still. Es sind Zivilisten. Zivilisten, für die dieser Krieg ein Wahnwitz ist und die Ihnen absolut nichts getan haben. Wie viele Kinder, die so alt sind wie Ihre, werden wohl unter diesen Toten sein? Haben Sie je daran gedacht? Halten Sie den Mund! Ich
Ich wurde nach Paris beordert, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich werde mehr als das tun. Und was genau haben Sie vor? Ich werde Sie allesamt zermalmen, bis auf den letzten Mann. Ich habe mich in Ihnen getäuscht, Herr General, und in mir selbst. Ich hatte gedacht, ich könnte Sie von einem so wahnwitzigen Vorhaben abbringen. Wir werden also diesen Dom, den Louvre oder die Place de la Concorde nie wiedersehen. Wir werden keine Kinder mehr in den Parks spielen sehen. Adieu, ihr Türme von Notre Dame. All das wird für immer verschwinden. Und Sie haben keine Gewissensbisse. Nein. Was sind Sie nur für ein Mensch?